Moin Leute! Fahrzeuge sind zusammengestoßen. Oha! Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen, versorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab. Prüfen Sie darüber hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. So Leute, wir haben hier direkt in... Ja, wir haben hier direkt am Anfang einen Unfall. Fahrradfahrer wurde angefahren. Und wir müssen direkt erstmal Polizei, Feuerwehr... So, ich schau gerade mal. Abtransportieren, Rettungsschere brauchen wir noch. Eher unüblich mit einem Autounfall, der einen Fahrradfahrer mitgenommen hat, dass man da eine Rettungsschere braucht. Auf jeden Fall brauchen wir aber auch noch den Abschleppwagen. Und auch nochmal hier an dieser Stelle die Erinnerung, wenn ihr noch nicht am Gewinnspiel teilgenommen habt, könnt ihr das noch machen. Einfach auf den Link Gewinnspiel gehen. Dort kommt ihr dann zu Part 1 und wenn ihr da einen Daumen hoch hinterlasst und einen Kommentar abgebt, dann seid ihr nach Verlosung mit dabei. So, wir werden jetzt erstmal hier den Fahrradfahrer untersuchen. So, dann brauchen wir hier natürlich die Rettungsschere. Komm, Jungs, aussteigen. Bin bereit. Rettungsschere. Zack, aufmachen einmal. Und dann können wir auch schon mal hier... Notruf. Brandausbruch. Ursache unbekannt. Wird erledigt. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Eieieiei. Ach, so ein kleiner Brand hier. So, müssen wir uns beeilen. Ich weiß gar nicht, haben wir einen zweiten Rüstwagen? Gott sei Dank. Dabei. Dann schicken wir den schon mal. Wir kümmern uns hier weiter aber um den Verkehrsunfall. So, die Kollegen können hier jetzt eigentlich gar nichts großartig machen. So, dann kommt hier gleich noch der RTW. Und wenn der da ist, dann können wir das erste Opfer gleich schon mal abholen. Was geht's? Okay. So, dann schauen wir mal ganz schnell, wie sieht's hier aus bei dem Brand? Ist da schon jemand? Nein, sind aber unterwegs. So, da sind sie. Sehr schön. Was geht's? So, aussteigen, ganz schnell. Höre. Eieieiei. Wieso will er das jetzt nicht? Bin bereit. Wird gemacht. Sofort. Was macht er jetzt hier? Bin bereit. Zu Befehl. Wird gemacht. Eieieiei. Und das greift jetzt natürlich überall rüber. Unangenehm. Ich hoffe, die kriegen das in den Griff. Boah, der andere braucht so lange. Oh, ich glaube, Herr Snyder wird nicht sehr, sehr, sehr glücklich werden. Erwarte Befehle. Eieieiei. Also das kann böse enden hier. Wir müssen mal eben aber trotzdem mal ganz kurz beim Verkehrsunfall gucken, was Sache ist. So, damit wir hier schon mal den ersten abtransportieren können. Wird erledigt. So, die Feuerwehr. Was geht's? Zu Befehl. Kann einsteigen. Erwarte Befehl. Jawohl. Bin bereit. Bin dabei. Und dann können wir direkt den zweiten Rettungstransportwagen holen für das zweite Opfer. Erwarte Befehle. So, und dann brauchen wir den eigentlich hier. Ah, wobei, nee, kriegen die auch so hin, ne? Ab zum Hauptquartier. Das sieht soweit gut aus, haben sie gut in den Griff gekriegt hier. Sehr, sehr schön. So, dann können wir hier weitermachen. Was geht's? So, er ist fertig. Sofort. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer... Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Alles klar. Bin dabei. Ja, machen wir sofort. Erst kommen die weg. Bin bereit. Er kommt weg. Jawohl. Und medizinischer Notfall. Zusammengebrochen. Aha. So, Notarzt. Okay. Den holen wir. Und wir können uns eigentlich mal mit unseren Credits kaufen wir uns nochmal einen Rettungstransportwagen dazu.
Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und den Rest, den werden wir so ein bisschen sparen. In Ordnung. So, hier gucken wir eben nochmal ganz kurz. Da ist ja eigentlich alles Sache. Alles gut. Das Fahrrad, naja, das lassen wir mal liegen. Ich glaube nicht, dass es sich hier lohnt, nochmal den ADAC zu belästigen. So, er fährt weg. Dann sollte das hier abgeschlossen sein. Und dann geht es natürlich direkt hier weiter. So, wo dann gerne mal... Genau, da ist er. So, aussteigen, versorgen. In Ordnung. So, können wir ruhig mal ein bisschen spulen. Haben wir jetzt sogar ein bisschen Zeit. Auch nicht selbstverständlich. So, das sollte bald abgeschlossen sein, jawohl. So, und wenn hier der Balken grün ist, was geht? Die Jungs können schon mal aussteigen. Bin bereit. Was geht's? Kein Problem. Ja, bin dabei. So, er kann weg. Ja, sofort. Erwarte Befehl. Kein Problem. So, und die können auch los. Was ein stressiger Tag. So. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Und dann haben wir erstmal alles soweit geschafft. Das ist ja mal schön. Haben wir jetzt auch Feierabend, oder? Mit Ihrem Budget können Sie sich neue Einsatzfahrzeuge und Stellplatzerweiterungen für Ihre Einsatzbasis kaufen. Brauchen wir aber noch nicht. Achten Sie auf das Kaufmenü am oberen Bildschirmrand. Wenn Sie wissen möchten, welche Auswirkungen ein Einkauf haben wird, dann klicken Sie einfach auf das Fragezeichen-Symbol neben dem entsprechenden Eintrag im Kaufmenü. Drehleiterfahrzeug. Ja, das wird wahrscheinlich kommen, ne? Den können wir es eigentlich schon kaufen. So, und jetzt ist es ja mal ruhig. Passiert noch was? Mit Ihrem Budget können Sie sich neue Einsatzfahrzeuge anstellen. Ach so, dann müssen wir machen. Okay, ich wollte eigentlich noch ein bisschen sparen, aber dann halt nicht. Hauen wir die Kohle halt raus. So, und das nächste Szenario. Das sehe ich jetzt schon, dass der da nicht heil runterkommt. Oh, eine HSV-Raute in München, so sehe ich das gerne. Ab ins Gerüst, oder? Was ist ein Idiot. Der hat es dann auch nicht verdient zu... Oh, für die tut's mir leid. Ach du Scheiße. Och Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also jetzt brauchen wir auch den Kranwagen. Oh, und die Würstchen hier durchstochen. Ach du je, auch das noch. Ja, genau. Sind da noch irgendwo zwei Autos, die da reinfahren? Oder ein Fahrrad, was explodiert? Ein Drachenflieger ist auf ein Baugerüst an der Münchner Frauenkirche gestürzt. Mehrere Arbeiter wurden dabei verletzt und Brände sind ausgebrochen. Der Drachenflieger hängt an den Sicherheitsgurten seines Drachens in großer Höhe und befindet sich in Lebensgefahr. Und was mit dem Würstchen? Löschen Sie die Brände und retten Sie den Drachenflieger. Also, wir holen erstmal die Feuerwehr. Dann holen wir natürlich das Drehleiterfahrzeug. Sofort. Dann brauchen wir mindestens zwei Notarztfahrzeuge. Eins hier. Jawohl. Und eins, keine Ahnung, hier. Wird erledigt. Und dann können wir schon mal ein Transportfahrzeug hier hinholen. Ein Transportfahrzeug hierhin. In Ordnung. Und dann müssen wir mal erstmal warten. Und dann sehen wir zu, dass wir das dann alles geregelt kriegen. So. Ich weiß gar nicht, ob der hier abgeschleppt werden muss. Ah, ich glaube, ich hol... Na, kriegen das zwei Feuerwehrwagen hin. Na, ich mag nicht noch den nächsten Rüstwagen nehmen. Außerdem brauchen wir, können wir vielleicht Besatzung vom Kranwagen mit nutzen. So, da haben wir erstmal die Feuerwehr. Der normale Rüstwagen.
Sofort. So, aussteigen und loslegen. Erwarte Befehle. Okay. Zu Befehl. So, fangen wir außen an, damit sich das auf jeden Fall nicht weiter ausbreitet. Ja. In Ordnung. So, jetzt geht's hier richtig rund. Zu Befehl. Ja. Wird gemacht. Das ist vielleicht doch nicht so die geile Idee gewesen, den da mitten in den Flammen. Wir sollten gefährdete Objekte unbedingt kühlen, damit sie gar nicht erst anfangen zu brennen. Dafür können wir Feuerwehrmänner mit Schläuchen oder das Drehleiterfahrzeug einsetzen. Scheiße, ey, fahr das Fahrzeug da weg. Ein Notarzt sollte so schnell wie möglich die Verletzten am Einsatzort untersuchen und behandeln. Ansonsten werden sie immer schwächer. Oh oh. Das ist mir jetzt bisschen zu gefährlich. Ach, die haben den schon gerettet, oder wie? Ah ja. So. Ja, wir lassen erstmal hier die Feuerwehr so ein bisschen machen. Ich habe ein bisschen Angst, dass das hier sonst. Wir sollten uns sofort um die verletzten Drachenflieger kümmern. Ah, nein. Achtung, wir müssen verletzte Personen im Einsatzgebiet schnellstmöglich versorgen. Zu Befehl. So, wo ist der Drachenflieger? Wir sollten Objekte unbedingt kühlen, damit sie gar nicht erst anfangen zu brennen. Okay. Dafür können wir Feuerwehrmänner mit Schläuchen oder das Drehleiterfahrzeug einsetzen. So, den können wir eigentlich hierher holen. Mit Motorsägen ausrüsten, um brandgefährdete Bäume zu fällen und eine Schneise zu schlagen, die das Feuer nicht überwinden kann. Ja, aber das ist schon richtig, aber Bäume können nicht gefällt werden. So haben wir es erstmal im Griff. Ja. Was geht's? So, ist die Feuerwehr fertig? Ah, der Baum fehlt noch. Wächst wieder gut nach, bin ich mir ganz sicher. Höre. Zu Befehl. Bin bereit. Alles klar. So. Wir können Feuerwehrmänner mit Motorsägen ausrüsten, um brandgefährdete Bäume zu fällen und eine Schneise zu schlagen. Ja, brauchen wir aber nicht. Aber Achtung, brennende Bäume können nicht gefällt werden. Dann sehen wir kurz zu, dass wir hier die Versorgten dann gleich abtransportieren und dann können wir uns um die beiden anderen kümmern. Ich bin nur gerade am Überlegen, haben wir hier noch irgendwo... Ach, hier ist der letzte Feuerwehrmann. Bessert der da die Bäume oder? Der brennt doch gar nichts mehr. Sehr nah am Einsatzort. In Ordnung. Wir sollten einen Streifenwagen anfordern, unsere Polizisten mit Megafonen ausrüsten und die Leute in Sicherheit bringen. Bin bereit. So, aber der erste Sunny ist fertig. Den schicken wir dann direkt hier rüber und den können wir auch direkt hier dann abtransportieren. In Ordnung. Jawohl. So, und dann können wir erstmal die beiden Feuerwehrfahrzeuge hier wegschicken. In Ordnung. Bin bereit. Jawohl. So, der zweite Sunny ist auch durch. Wird gemacht. Was geht's? Den schicken wir hier vorne hin. Ist in Arbeit, kein Problem. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. So, gut, dass das sich da nicht alles so ein bisschen staut und blockiert. So, und dann müssen wir eigentlich mal zusehen, dass wir hier die nächsten Transportwagen uns besorgen. Bin dabei. Was ist mit ihm hier? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Alles klar. So, ich weiß jetzt nicht, müssen wir den hier noch abschleppen lassen? Ich rufe hier lieber nochmal einen Abschleppwagen. Aber ich glaube, sofort. Das ist einfach nur so Schrott. Aber man weiß ja nicht. Gucken wir einfach mal. So, der erste Sunny kann den Feierabend machen. Der ist durch. In Ordnung. Ist in Arbeit. Der Rettungstransport. Ach, scheiße. Das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Den hier natürlich. Bin dabei. Ja. Erwarte Befehle. Verstanden. So, räum schon das Feld hier. Erwarte Befehle. So, die Jungs können aussteigen. Haben sie sich ja einen tollen Parkplatz gesucht. Verstanden. Wird gemacht. So, können die eigentlich zu zweit an einem rumwerkeln? Scheinbar nicht, ja? Aber ich krieg den hier nicht ausgewählt, ne? Das ist ganz komisch.
Warte Befehle. Klappt irgendwie nicht, der reagiert nicht. Ich glaube, der ist da richtig, richtig schön blockiert. Erwarte Befehle. Nee, können wir nicht. Also, dann kann der Abschlepper direkt wieder weg. Das bringt nichts. Hier steht ja auch nichts. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. So, jetzt kann der auch weg. Sehr schön. So, dann brauchen wir noch einen Rettungstransporter. Okay. Und dann sind wir hiermit eigentlich durch. Ja, der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation der Basis. Alles klar. So, das können wir auch ruhig ein bisschen spulen. Den schicke ich mal eben zurück. So, er kann auch weg. Und dann brauchen wir nur noch den einen RTW und dann können wir den letzten Patienten hier dann wegbringen. Was geht's? Sofort. Erwarte Befehle. Kein Problem. So, von den Schaulustigen ist auch keiner verbrannt. Da war ich jetzt zu faul, die Polizei zu rufen, dass die da ein bisschen zur Seite geschoben werden. Aber ist ja alles gut gegangen und dann, ja, aufräumen kann hier jemand anderes. Wir machen uns einfach vom Acker. So, genau, danke. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ja, dann sind wir hier eigentlich auch mit dieser Aufgabe soweit durch. Ich bin gerade mal am Schauen, ob da noch irgendwie was kommt oder nicht. Aber es sieht aus, als wenn das erstmal alles passt. Hervorragend. Ja. Sie haben alle Aufgaben makellos gemeistert. Gesamtpunktzahl 131 und damit haben wir sogar hier die Goldmedaille geholt und zwar deutlich. Bei der anderen haben wir es ganz knapp verpasst, aber sehr schön. Das sieht doch sehr gut aus. Also für ihre heldenhaften Leistungen im letzten Einsatz. Die Person ist beim Ernten im Garten von einem Baum gefallen. Versorgen Sie die verletzte Person und transportieren Sie sie ab. Ja, neue Fahrzeuge, die wir kaufen könnten, aber hier ist jetzt nichts. Ja, und wir machen mit dem Ernteunfall dann in der nächsten Folge weiter. Ich sag danke fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, wenn ihr noch am Gewinnspiel teilnehmen wollt, kein Problem, einfach auf den Link in der Videobeschreibung gehen, Gewinnspiel, und dann kommt ihr zu Part 1. Einfach einen Daumen hoch und einen Kommentar hinterlassen und dann seid ihr in der Auslosung mit dabei und könnt dieses Spiel hier gewinnen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und wenn es euch gefallen hat, auch gerne hier einen Daumen hoch. Und ja, macht's gut, bis dann, tschüss.